Süß, so haben sich Maxime und Leander kennengelernt. So haben die beiden Turteltauben sich kennengelernt. Maxime Herbert, 28, und Leander Sacher, 25, haben am Sonntag offiziell verkündet, dass sie jetzt ein Paar sind. Diesbezüglich hatte es zuvor bereits Gerüchte gegeben. 2021 suchte Maxime bei die Bachelorette nach ihrer großen Liebe, wurde aber nicht fündig. Leander kämpfte im Jahr 2020 um das Herz von Bachelorette Melissa D'Amelia und gewann es. Anfang 2022 gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Jetzt scheinen Maxime und Leander glücklich miteinander zu sein. Promi Flash verrieten sie, wie sie sich kennenlernten. Wir haben uns auf einem Event kennengelernt und da wir beide in Aachen wohnen und quasi Nachbarn sind, wollte Leander mit mir immer zum Sport gehen, erklärte Maxime gegenüber Promi Flash. Leander führte ihre Antwort dann noch weiter aus, irgendwann fragt sie mich nach dem Sport, ob ich schon etwas gegessen habe und ob ich was mit ihr kochen möchte. Das war dann wohl der Anfang einer wunderbaren Liebesgeschichte. Bei der Frage, wer zuerst Gefühle entwickelt habe, waren sich beide einig. Bei beiden seien etwa gleichzeitig Emotionen aufgekommen. Zu der Dauer der Beziehung haben sich bis jetzt weder Leander noch Maxime geäußert. Seit ihrer Verkündung, dass sie zusammen sind, posten die beiden aber schon fleißig gemeinsamen Content. Am Mittwoch war der 25-Jährige für einen Fernsehabend bei seiner neuen Liebe.